Aktiv oder passiv, Sport und Fitness gehört zum Thema Lifestyle dazu. Ob als Hobby oder im Beruf, Sport ist so ein weites Feld. Umso interessanter ist es, die Zusammenhänge zwischen Krypto und Sport dieses gigantischen Markts einfach mal kennenzulernen. Wie könnten Projekte wie Algorand, VeChain, Chiliz und so weiter den Sport verändern? Und wie kann der Sport der Zukunft dadurch aussehen? Darum geht's in diesem Video. Schon mal danke für eure Unterstützung und die Ideen auf Twitter. Das sind alles meine eigenen Recherchen, keine finanzielle Beratung. Bereits das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sieht im Sport, ob du jetzt aktiv Sport machst oder als Fan dabei zuschaust, Sport für einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor. Sport ist eine gigantische Branche, wo viel Gewinn erwirtschaftet wird. Was bei einer Fußball-WM alles konsumiert wird, das Interesse der Regierung ist dementsprechend groß, alles dafür zu tun, dass die Sportbranche gute Rahmenbedingungen erhält. Für unsere Analyse, was verstehen wir unter Sport? Sport fasst alles zusammen, was mit körperlicher Aktivität zu tun hat oder mit einem Spiele- bzw. Wettkampfcharakter verbunden ist. Fußball, Eishockey oder Basketball fallen ebenso unter Sport wie Schach, E-Sport oder Motorsport. Sport als Begriff wird von uns weltweit also ziemlich schwammig verwendet. Hier scheiden sich die Geister, was alles unter Sport fallen kann. Die Wirtschaft hinter dem Sport ist eine Querschnittsbranche, das heißt, viele andere Bereiche wie die Gesundheitsbranche zum Beispiel oder der Tourismus fließen mit rein. Es ist schwierig, sich auf Daten zu diesem Bereich zu einigen. Auf EU-Ebene gibt es daher die Vilnius-Definition. Was kann alles in den Umsatz dieser Sportbranche einfließen? Das sind zum einen Dienstleister im Sport, das betrifft die ganzen Vereine, Verbände, Ligen und Fitnesszentren. Dann sämtliche Waren und Artikel, zum Beispiel Merchandise-Produkte, also Trikots zum Beispiel, oder für dich als aktiven Sportler, wenn du dir einen Heimtrainer holst oder einen Sporthandel. Auch Sportwerbung gehört dazu, Medienrechte oder Sportstätten wie eine große Sportarena, sonst würde ja gar kein Sportevent stattfinden können. Und dann die Dinge, die du für einen Sport nicht zwingend brauchst, die aber einfach dazu gehören. Das wären zum Beispiel Sportmedien, also die ganzen Sportsender. Oder auch Sportlernahrungsmittel, denk an Proteinriegel zum Beispiel. Die Sportbranche ist für Deutschland nicht zu unterschätzen. Die aktuellen Auswertungen zeigen, dass 2018 die Sportwirtschaft mit 76 Milliarden Euro 2,3% zum Bruttoinlandsprodukt beigetragen hat. 1,2 Millionen Menschen sind im Sport beruflich beschäftigt. Alle Einwohner von Köln könnten rein theoretisch nur für diesen einen Wirtschaftszweig arbeiten. Über 120 Milliarden Euro wert waren Güter und Dienstleistungen, die für den Sport produziert wurden. Und rund 4% geben private Haushalte, also du und ich, dafür aus. Wie verändert sich die Sportbranche aktuell? Und warum ist das gut für Krypto? Durch Corona getrieben kam es 2020 zu einem Rückgang von minus 22% der Ausgaben für den aktiven Sportbereich. Für Fitnessgeräte und Online-Kurse wurde mehr ausgegeben. Logisch. Denn irgendwie mussten wir uns ja in den eigenen vier Wänden fit halten. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mir damals eine viel zu teure Kettlebell gekauft. Der Sport Economy Index von Mastercard berichtet, dass die Österreicher in Bezug auf Live-Sport-Events nach wie vor interessiert sind. Doch es hat sich etwas nach 2020 verändert. Denn 2021 wurden knapp die Hälfte aller Tickets für solche Events online gekauft und bezahlt. Und wenn vor Ort bezahlt wurde, dann war es in ein Drittel bargeldlos, also ohne Karte, sprich immer digitaler, immer bargeldloser. E-Sport gilt außerdem als Markt mit Wachstumspotenzial. Immer beliebter wird es, sportliche Wettkämpfe online auszutragen. Betrachten wir die Apps, die Sport streamen oder simulieren. Zu diesem Markt gehören dann die Live-Videos oder Nachrichtenartikel von ESPN oder NBC Sport, sowie fiktive Fußball-Apps. Laut Prognosen soll der Umsatz jährlich bis 2026 um über 6% wachsen. Weltweite Konflikte wie der Ukraine-Konflikt beeinflussen dabei den Markt. Du siehst hier, wie die Umsätze nicht mehr so stark wachsen wie vor dem Konflikt 2021. Das liegt daran, dass die Menschen einfach weniger Geld in solchen Apps ausgeben. Und das, obwohl immer mehr Menschen diese Apps herunterladen. Zusammenfassend, was bedeutet das für dich? Sport wird immer digitaler. Der Markt ist wachsend und bringt Umsätze in Milliardenhöhe. Und wenn es um Digitalisierung geht, da haben Krypto und die Blockchain-Technologie ja wohl hier ihren Platz gefunden, um die Zukunft des Sports mitzugestalten. Weil das alles ganz schön viel ist, siehst du hier mal die ganzen Überschneidungen und Beziehungen zwischen Krypto und Sport. Da gibt es zum Beispiel große Bereiche, die großen Punkte NFT, Tickets,
oder auch DeFi Payment, FitFi, Fan Engagement. Da gehe ich jetzt Schritt für Schritt drauf ein. Wir beginnen beim Bereich NFT. Zunächst nochmal, was sind NFTs? NFTs sind nicht fungible, also nicht austauschbare Tokens. Diese Tokens entsprechen Vermögenswerten, die auf einem Ledger wie einer Blockchain aufgezeichnet werden. Ein NFT kann, muss aber nicht an einen physischen oder digitalen Vermögenswert gekoppelt sein. So erhält zum Beispiel ein Gegenstand oder ein Dokument eine digitale Exklusivität. Ein NFT ist einzigartig. Eine digitale Sammelkarte mit einer Unterschrift hat einen anderen Wert als eine digitale Karte ohne Unterschrift. Davon unterscheidet sich ein normaler, fungibler Token. Wenn du einen Bitcoin gegen einen anderen Bitcoin tauscht, hast du immer noch einen Bitcoin. Ein 100-Euro-Schein gleicht jedem anderen 100-Euro-Schein auch. Dies ist im Grunde egal, ob du den Schein von deinem Onkel bekommen hast oder aus dem Bankautomaten. 100 Euro sind 100 Euro. Warum sind jetzt NFTs im Sport so angesagt? Das hat viele, viele Gründe. Für viele Clubs bietet sich hier zum Beispiel eine völlig neue Einnahmequelle. Auch helfen NFTs bei der Weiterentwicklung des herkömmlichen Sportsektors durch neue Strömungen. Dazu gehören eben die Bereiche wie E-Sport, Gaming oder auch die virtuelle digitale Welt. Metaverse sagen wir dazu. Auch die neue Technologie ist interessant, denn Sportdienstleister jeglicher Art haben die Möglichkeit, die Inhaber von NFTs transparent über die Blockchain zurückzuverfolgen und den Schwarzmarkt einzudämmen. Und NFTs knüpfen engere Beziehungen zwischen passiven Sportinteressierten, also den Fans, und den Sportvereinen. Und letzteres, also diese Einbeziehung der Fans, das ist der erste große Punkt, den wir uns jetzt anschauen. Beispiel Fan-Engagement und Fan-Token. Chillis ist wohl einer der bekanntesten Namen, der beim Thema Sport und Krypto fällt. Der Token des führenden Blockchain-Unternehmens ist aktuell auf Rang 63 von CoinMarketCap gelistet. Chillis ist eine seit 2018 gestartete Fan-Einbindungs- und Belohnungsplattform aus Malta. Mittels des Chillis-Tokens wird Sport für Millionen von Fans tokenisiert, um clubbezogene Entscheidungsrechte zu erhalten und mit Marken-Fan-Tokens zu handeln. Fan-Tokens sind dabei so etwas wie Mitglieds-Tokens, die gegen bestimmte Aktivitäten eingelöst werden können. Fan-Tokens werden dann von den Vereinen freigeschaltet. Und das alles passiert auf der Fan-Engagement-Plattform Socios, die von Chillis entwickelt wurde. Auf Socios können die Fans ihre Fan-Tokens kaufen und einsetzen, um dann an Umfragen an über 150 Vereinen aus Bereichen Sport, Gaming, Unterhaltung teilzunehmen. Darunter sind auch renommierte Sportvereine wie FC Barcelona, Juventus oder auch DUFC. Auch können mittels Fan-Tokens bestimmte Inhalte und Fanartikel erworben werden. Die Abstimmungen werden dabei als eine Reihe von Smart Contracts ausgeführt. Aktives Teilnehmen wird wiederum mit verschiedenen Fan-Rewards belohnt. Über Socios stimmten so zum Beispiel 2020 die Juventus-Fans über die neue Torhymne ab. Für die Abstimmung wurden damals 20 Millionen Juventus-Fan-Tokens auf Socios angeboten, für umgerechnet etwa 2 US-Dollar. Chillis dient als Treibstofftoken für die Finanzierung von Socios. Socios gibt es also nicht ohne Chillis. Andersherum erhält der Chillis-Token seine Utility ganz besonders durch seine Verwendung auf Socios. Chillis-Tokens können auf Socios verwendet werden, um Fan-Tokens zu kaufen, zu handeln und um an Fan-Token-Offerings teilzunehmen. Inhaber von Chillis erhalten darüber hinaus exklusive Prämien und weitere Benefits, die immer mehr ausgebaut werden. Da Chillis in verschiedene Fan-Tokens eingetauscht werden kann, wird deutlich, dass Chillis die Sportvereine untereinander vernetzen will und zugleich die Beziehung der Fans zu den Clubs stärken möchte. Cross-Fan-Kommunikation mittels Blockchain. Ich weiß nicht, was man mehr möchte, oder? Übrigens, das Chillis-Netzwerk basiert auf einer Ethereum-basierten Chillis-Blockchain und verwendet die EVM, also die Ethereum Virtual Machine Technologie. Der Chillis-Token ist also als ERC20 Standard mit EVM kompatibel und auch mit der Binance Smart Chain. Die Fan-Tokens werden als NFTs über eine von Chillis zugelassene Seitenkette geprägt. Diese verwendet Proof of Stake Authority. Jeder Fan-Token besitzt seinen eigenen Wert, der steigen oder fallen kann. Ein mittlerweile live gegangenes Testnetz auf Basis eines Proof-of-Stake-Authority-Protokolls soll das Chillis-Ökosystem und damit die Verwendung des Chillis-Tokens erweitern. Das Ökosystem wird dann nicht nur Socios einschließen, sondern auch verschiedene D-Apps, DeFi-Produkte, Games, Metaverses und so weiter. Thema Payment. Immer mehr Athleten schätzen den schnellen, sicheren und weltweiten Geldtransfer großer Summen und akzeptieren ihre Auszahlung in einer Kryptowährung, hauptsächlich in Bitcoin.
Hier ist also auch die Verbindung zwischen der Akzeptanz Krypto als Zahlungsmittel und Sportlern. Auch das habe ich dir in dem Schaubild mit aufgenommen. Okay, viele prominente Sportler akzeptieren Krypto als Zahlungsmethode und glauben an die Technologie. Doch diese Profisportler profitieren auch vom NFT-Hype mittels Bilder, Videos, Autogramme und Sammelkarten. Das ist das nächste Thema. Beispiel Bilder und Videos. Der Basketballspieler LeBron James, ein Topstar aus der NBA, versteigerte als besondere Sportmomente schon NFT-Videos für über 100.000 US-Dollar. Ganze NFT-Bilder und Videomarktplätze wie die NBA Topshot-Plattform mit Umsätzen von über 700 Millionen US-Dollar in weniger als einem Jahr sind daraus entstanden. Auch Autogramme können als NFT in ihrer Einmaligkeit an den Fan herangebracht werden. Der Fußballclub BSC Young Boys aus der Schweiz hat als weltweit erster Sportverein digitale Autogramme angeboten. Thema digitale Sammelkarten. Diese Sammelkarten als NFTs sind wohl die bekanntesten Anwendungsbereiche im bisherigen Sportgeschäft. Die Blockchain verifiziert die Echtheit einer Karte und speichert die Zugehörigkeit zum Eigentümer unveränderlich ab. Das ist ein Riesenvorteil gegenüber der derzeitigen analogen Sammlerwelt, die eben häufig unter illegal gefälschten Artikeln leidet. Auf der Berliner Startup-Plattform FanZone können Sportliebhaber digitale Sammelkarten erwerben und mit diesen handeln. Das tokenisierte Geschäftsmodell Collect to Earn. Fan-Engagement soll belohnt werden. In Form von Erlebnissen wie Meet and Greets, VIP-Tickets, Merchandise und so weiter. Jeder Fan kann sich seine Fanzone anhand der Lizenzpartner heraussuchen. Und zu diesen Partnern gehört zum Beispiel das Team Deutschland, der FC Bayern Basketball oder auch der DFB. Zum Auftakt der UEFA Frauen-EM 2022 hat der DFB mit Fanzone erstmals digitale Autogrammkarten des kompletten Kaders und der Bundestrainerin der Frauennationalmannschaft veröffentlicht. Highlights waren unter anderem Videokarten mit unveröffentlichtem Material aus der Fußballdokumentation Born for This, mehr als Fußball über die Frauennationalmannschaft. Die Kombination mit den Sammelkarten, jetzt auch noch gegen andere Spieler zu spielen, ist bereits in Arbeit. Eine Beta-Version des Penalty Games, auf Deutsch Elfmeter oder Strafstoß, wird zum Stand des Videos angeboten. Die Idee, digitale NFT-Sammelkarten mit Gaming bzw. dem Fantasy-Sport zu vermischen, verwendet bereits das Hybrid-Projekt Sorare. Sorare ist ein Fantasy-Fußball-Manager-Spiel, bei dem du dein eigenes Team basierend auf echten Profifußballern zusammenstellen kannst. Dein Team wird in Form digitaler Sammlerkarten repräsentiert mit einem Bild von einem Fußballspieler. Jede Spielerkarte wird als ein NFT vom ERC 721 Typus auf der Ethereum Blockchain abgebildet. Die Karten sind lizenziert. Sorare hat aktuell mit 44 Ligen wie zum Beispiel der Bundesliga und 228 Clubs offizielle Lizenzpartnerschaften. Die Karten sind je nach Art in ihrer Menge begrenzt erhältlich. Unterschieden wird von Common, häufig, bis hin zu Unique, also einzigartig. Cristiano Ronaldos 2021er Unique-Karte gibt es zum Beispiel nur ein einziges Mal. Diese bewusste Knappheit unterscheidet sich von herkömmlichen Fußball-Manager-Spielen und schafft einen gewissen Wert für eine Karte, je nach Angebot und Nachfrage. Und das führt dazu, dass du wie ein Manager im echten Leben auch diese NFT-Collectibles auf einem offenen Marktplatz handeln, kaufen und verkaufen kannst. Darüber hinaus kannst du dein Team aus 5 deiner Sammlerkarten in verschiedenen Wettbewerbskategorien antreten lassen. Je nach Performance deiner Spieler im echten Leben erhältst du auch Punkte und kannst neue Sammelkarten oder Preisgelder gewinnen. Wenn einer deiner Spieler keine Vertragsverlängerung erhält, aus seinem Fußballverband fliegt oder absteigt, kannst du deine Karte automatisch nicht mehr benutzen, was einem totalen Wertverlust deines Investments gleicht. Sorare schafft es, dass du als Fan hinter deinen gesammelten Spielern noch mehr mitfieberst. Wir bleiben beim Mehrwert für all die Sportbegeisterten und Fans. Stell dir mal vor, du erhältst als Fan nicht nur die Chance, an Clubentscheidungen teilzunehmen, sondern auch Sportler, Vereine oder Stadien über Crowdfunding mitzufinanzieren. Diese Form der Schwarmfinanzierung bietet Newcomern die Chance, schnell an finanzielle Mittel zu kommen. Fans erhalten im Gegenzug die Chance, als Kleinanleger ihren Lieblingssportler zu unterstützen. Für die Unterstützung könnten zum Beispiel Renditen in Form eines Prozentsatzes vom zukünftigen Einkommen des Athleten an dich zurückgehen. Diese Vermögenswerte am Verein könnten tokenisiert übertragen auf einer Blockchain weltweit gehandelt werden. Was passiert, wenn du als Fangemeinschaft nicht nur einen Verein mitfinanzierst, sondern auch anteilig besitzt und sogar managt? Diese Vision verfolgt The Fans Together am Beispiel DAO.
The Fans Together mit dem TFT-Token ist ein seit 2021 eingeführtes Web3-basiertes Startup. Das Projekt möchte den Sportfans wieder mehr Rechte im Profisport zurückgeben. Denn der Spitzensport mit seinen Rechten und Eigentümern wird als Geschäft immer teurer, sodass die Schere zwischen Club und seiner Gemeinschaft immer weiter auseinandergeht. TFT möchte daher die erste DAO werden, um professionelle Sportvereine durch die Fans verwalten zu lassen. Moment, was ist nochmal eine DAO? Eine DAO steht für dezentrale autonome Organisation. Dezentral, weil sich dafür eine Gruppe von Menschen über ein dezentrales Netzwerk organisiert. Autonom, weil eine DAO nicht abhängig von einer zentralen Führungskraft ist. Die Verwaltung, die Governance, verteilt sich über alle Teilnehmer. Damit all die Teilnehmer einer DAO trotz dezentraler Verwaltung reibungslos und in gutem Willen handeln, werden dann die bestimmten Regeln als Programme transparent kodiert. Zurück zu The Fans Together. Im Fall von TFT sind die Teilnehmer die Fans. Möchte ein Fan Teil der Entscheidungen über den Kauf oder die Weiterentwicklung eines Vereins sein, kann er als Tokeninhaber an einem Eigentum- und Abstimmungsmodell mitwirken. Die Aufzeichnung läuft über den dezentralen Ledger von IOTA, das Tangle. Das Team hat sich mit seinem DAO-Modell wegen der gebührenfreien, schnellen und weniger energieintensiven Transaktionen für das Tangle entschieden. Ebenso wird mit dem Gedanken gespielt, dass sich über die Teilnahme am IOTA-Ökosystem weitere Türen für das Projekt öffnen können. Als nächstes Thema Kleidung. Und das nicht nur für Fans, die sich ein Originaltrikot kaufen möchten, sondern das gilt auch für die Sportkleidung, die ein Profisportler benötigt, bis hin zur Sportmode. Sportkleidung also am Beispiel Nike. Auch Nike ist ins NFT und damit Kryptogeschäft eingestiegen. Nike hat nun nach Übernahme des NFT-Studios der Firma Artifact im April 2022 seine ersten NFT-Metaverse-Sneaker herausgebracht. Die digitalen Schuhe werden Crypto-Kicks genannt und bieten die Kombination aus NFT, Metaverse und Sport. Die ersten NFTs sind auf der Ethereum-Blockchain mit einer Auflage von 20.000 Schuhbildern speziell zur Metaverse-Nutzung herausgebracht worden. Auf OpenSea, dem größten NFT-Zweitmarkt derzeit, wird der teuerste Turnschuh gerade für 70 ETH angeboten, was aktuell rund 79.000 Euro entspricht. Über sammelbare Skinwires, zu Deutsch Hautfläschchen, können die futuristischen Schuhe in ihrem Stil digital verändert werden. Im Dezember 2019 wurde das Blockchain-basierte NFT-System CryptoKicks bereits patentiert. Das System zielt darauf ab, zukünftig auch physische Sneaker an digitale Tokens zu knüpfen. Beim Kauf würde dann der Kunde einen NFT erhalten, der ihm die Echtheit seines Kaufs belegt. Für die Besitzer der aktuellen NFT-Kollektion scheint es jedoch unklar, inwiefern ein realer Schuh daran gekoppelt ist. Hier scheint Nike in dem Fall mehr um die digitale Erlebniswelt und die virtuelle Anprobe im Metaverse zu gehen. NFTs können, müssen aber nicht an physische Werte gekoppelt sein, seid ihr das immer bewusst. Nächster Bereich, Tickets, ein unglaublich spannendes Feld. Wenn wir beim ursprünglichen Gedanken bleiben, bei dem NFT-Besitzer rechtmäßig zum Beispiel einem Dokument zugeordnet werden können, so bietet sich für Tickets für große Sportveranstaltungen die perfekte Verwendung. Eintrittskarten können nicht mehr gefälscht oder teurer über den Schwarzmarkt weiterverkauft werden, was wir unter Scalping verstehen. Digitale Tickets vereinfachen den enormen Organisationsaufwand. Du musst nicht mehr an einer Verkaufsstelle auf dein Ticket warten. Du rufst dein Ticket einfach über einen Ticket-QR-Code ab. Diese Tickets werden dann erst kurz vor der Veranstaltung per SMS freigeschalten und in einer Sicherheitszone um den Ort erst aktiviert. Du musst nicht mehr warten, es gibt keinen Papiermüll und außerdem kannst du das Ganze in vielen verschiedenen Ländern standardisieren. Was gerade eben bei internationalen Events wie einer Weltmeisterschaft, Europameisterschaft oder einer Olympiade vorteilhaft ist. Die UEFA hat damit schon 2020 begonnen. Für die Fußball-Europameisterschaft 2020 bzw. 2021 wurden über 28 Millionen Kartenanfragen aus über 200 Ländern erwartet. Die UEFA wollte dabei erstmals eine Blockchain-basierte App einsetzen, um darüber etwa 1 Million Karten bereitzustellen. Auch der niederländische Fußballclub Ajax Amsterdam hatte bereits mit seinem Technologiepartner Ticks & Go mit dem Blockchain-Ticketverkauf begonnen. 10.000 Fans konnten so für ein Spiel 2020 ihr Ticket kaufen. Vor dem Champions League-Finale Mai 2022 zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid kam es zuletzt zu einem ziemlichen Chaos. Viele Fans wollten mit gefälschten Karten reingelassen werden, es musste sogar Tränengas eingesetzt werden. Mehr als 200 Menschen wurden verletzt
das Spiel musste verschoben werden nach hinten. Allein dieses Beispiel zeigt doch, dass NFT-Tickets das Potenzial haben, zukünftigen Großveranstaltungen bei Abläufen im Vorfeld, aber auch vor Ort zu helfen. Kryptounternehmen können nicht nur technologische Partner für die Sportbranche sein, sondern auch Werbepartner. Wie manche Kryptounternehmen im Sport Werbung schalten oder sogar beides kombinieren, das schauen wir uns gleich an. Davor habe ich mich nochmal gefragt, warum gehen Kryptounternehmen Werbepartnerschaften ein und zahlen wie Coca-Cola Riesensummen an Geld für sowas? Werbung im Sport verwenden Unternehmen verschiedener Branchen, um ihren Bekanntheitsgrad zu steigern und ihr Image positiv zu verbessern. Laut Statista liegt das Volumen bei mehr als 48 Milliarden US-Dollar weltweit Stand 2020, was zusätzlichen 15 Milliarden US-Dollar mehr an Ausgaben seit 2011 entspricht. Für die Vereine und Organisationen bedeutet das eine bedeutende Einnahmequelle. Beispielsweise konnte durch Trikotsponsoring aus den höchsten Fußballligen verschiedener EU-Länder Einnahmen von über 800 Millionen Euro generiert werden. Der Umsatz mit weltweiten Sportevents soll bei mehr als 81 Milliarden Euro liegen. Innerhalb der letzten Jahre hat das Sportsponsoring durch Krypto-, NFT- und Blockchain-Unternehmen einen Boom erlebt. Seit 2019 sind die Sponsoring-Verträge um rund 1100% gestiegen. Wie du hier in der grünen Grafik siehst, konnten im Gegenteil dazu Sponsorings aus der Automobilbranche nur 81% Wachstum verbuchen, Versicherungen nur 27%, Airlines haben sogar 28% weniger Verträge unterzeichnet. In absoluten Zahlen liegt jedoch die Automobilindustrie noch deutlich höher als die Kryptobranche. Bis 2026 soll der Krypto-Sponsoring-Markt laut des Reports vom Marktforschungsunternehmen Nielsen rund 5 Milliarden Dollar schwer sein. Von 2021 bis 2026 schätzen die Experten einen weiteren Anstieg von 778%. Grund für diese Zuwächse sind unter anderem die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Ticketeinnahmen durch Großevents haben zu Milliardeneinbußen geführt, sodass die Sportindustrie gezwungen war, nach neuen Einnahmequellen und Partnern zu suchen. Nach dem Bitcoin-Hype 2018 konnten Kryptounternehmen ihre Werbung aufgrund Verbote nicht mehr online auf Twitter, Facebook und Google schalten. Nun ging es darum, das Vertrauen wiederherzustellen und Kryptowährung an den Mainstream zu bringen. Krypto sollte eben nicht mehr mit Geldwäsche und Co. in Verbindung gebracht werden. Weil Sportsponsoring laut dieser Statistik mehr Vertrauen schafft als TV-Werbung, ergibt sich ja auch hier eine interessante Win-Win-Konstellation für die Krypto- und Sportbranche. Und auch in dieser Abbildung siehst du, dass die E-Sport- und Sportfans viel aufgeschlossener gegenüber Kryptowährungen sind als die Gesamtbevölkerung, sprich jüngere, digital affinere Menschen. Auch hier wird die passende Zielgruppe über Werbung im Sport erreicht. Jetzt gilt es nur noch, diese Fans und die allgemeine Öffentlichkeit über lange Sicht für die neue Branche zu gewinnen. Und jetzt hier mal ein paar Beispiele dazu. Algorand. Hinter Algorand steckt ein grünes Blockchain-Technologieunternehmen, welches die Algorand-Blockchain 2019 ins Leben gerufen hat. Für mehr schau dir auch nochmal gern mein Algo-Video an, es ist ein super spannendes Projekt. Die innovative Algorand-Technologie wird mittlerweile von mehr als 2000 globalen Organisationen und Anwendungen mit zahlreichen Partnern wie Universitäten oder Fintechs aus Bereichen Finanzen, Gaming, Musik, Kunst und eben auch Sport genutzt. Im Mai 2022 wurde Algorand als offizieller technischer und Sponsoring-Partner der FIFA bekannt gegeben. Das erste Mal, Leute, arbeitet die anerkannteste internationale Organisation im Sport mit einem Blockchain-Unternehmen zusammen. Für die Fußball-WM Katar 2022 wird Algorand als Werbepartner in Nordamerika und Europa auftreten. Ebenso als Sponsor 2023 bei der FIFA-Frauen-WM in Australien und Neuseeland. Damit darf sich ein Blockchain-Unternehmen erstmals neben andere große FIFA-Partner, Adidas, Coca-Cola und Co. in die Reihe stellen. Im Rahmen des FIFA-Deals soll Algorand auch technischer Partner werden. Die FIFA wird Algorand als offizielle Blockchain-Wallet nutzen. Die Blockchain könnte also in Zukunft alle möglichen Daten und digitalen Vermögenswerte aufzeichnen und abspeichern. Auch sollen beide Partner gemeinsam die sogenannten digitalen Asset-Strategien weiterentwickeln. Das wären in dem Fall insbesondere Tickets, aber auch eigene FIFA-NFT-Kollektionen. Nächstes Beispiel, VeChain. Die Ultimate Fighting Championship, die UFC, ist die weltweit größte Mixed Martial Arts Organisation, die mehr als 688 Millionen Fans und 198 Millionen Follower in den sozialen Medien begeistert. Die UFC wird an 900 Millionen TV-Haushalten ausgestrahlt in mehr als 170 Ländern.
Werbepartner erhalten also über UFC eine gigantische Reichweite. Neben seinen Partnerschaften mit Crypto.com und Socios ist die UFC nun auch im Juni 2022 mit VeChain einen Vertrag eingegangen. Über zunächst 5 Jahre im Wert von 100 Millionen US-Dollar. VeChain wird somit sichtbar platzierter Marketingpartner. Zum Beispiel wird der Name bei den offiziellen UFC-Ranglistentiteln genannt. UFC Rankings powered by VeChain. Auch im Octagon bei den über 40 Live-Events wird VeChain mit dabei sein. Neben all der Marketingkampagne ist aber eins noch viel wichtiger. VeChain wird mit diesem Deal auch erster offizieller Blockchain-Partner für die UFC. Das ist verglichen wie Algorand bei der FIFA. Ein Teil wird sein, dass VIP-Gewinnspiele für Fans entwickelt werden. Auch soll VeChain mit den Top-Athleten für die verschiedensten Projekte arbeiten. VeChain soll die UFC bei der Umsetzung klimaneutraler Blockchain-Lösungen unterstützen. Das Unternehmen zählt mit seinem Ökosystem seit Gründung 2015 zu den ältesten und etabliertesten Plattformen im Kryptosegment. Für mehr zu VeChain, auch hier gibt es ein Video auf meinem Kanal, schau es dir unbedingt nochmal an. Crypto.com. Crypto.com hat sich als Werbestrategie Partner aus den beliebtesten und größten Sportligen geholt. Dazu gehören zum Beispiel eben, wie erwähnt, die UFC, die Formel 1 als Dachverband, das Aston Martin Formel 1 Team oder die Fußballer von PSG. Letztes Jahr hat sich das Unternehmen noch für schlappe 700 Millionen Dollar die Namensrechte des Staples Centers in Los Angeles gekauft. Eine der größten Eventhallen in den USA heißt nun seit Ende 2021 Crypto.com Arena. Kurz darauf folgte eine Ankündigung von Crypto.com mit einem Fußballdeal. Es kam zu einem 4-Jahres-Vertrag mit dem Angel City Football Club, einer professionellen Frauenfußballmannschaft aus Los Angeles. Crypto.com reiht sich damit neben andere bekannte Personen wie Natalie Portman oder Serena Williams zu den Gründungspartnern erstmals mit ein. Auch wird seit Herbst 2021 mit dem E-Sport-Turnier Twitch Rivals vom Streaming-Anbieter Twitch zusammengearbeitet. Durch die Partnerschaft steigt die Reichweite von Crypto.com mit mehr Medienplatzierungen in über 250 Sendungen weltweit. Crypto.com kaufte sich für angeblich schlappe 6,5 Millionen US-Dollar einen 30 Sekunden langen Werbespot beim Super Bowl im Februar 2022. Der Super Bowl gilt als das weltweit meistgesehenste Sportereignis mit über 95 Millionen Zuschauern. Nochmal mehr zu Crypto.com erfährst du in einem extra Video auf meinem Kanal. Auch andere Kryptobörsen haben die Strategie mit dem Sportsponsoring erkannt. Da gibt es zum Beispiel noch FTX, eine der bekanntesten Kryptobörsen. FTX hat sich die Namensrechte der Arena in Miami von 2021 bis 2024 gesichert. Für schlappe 135 Millionen US-Dollar. Für Platz an 20.000 Zuschauer werden dort Spiele aus der NBA, Konzerte und Live-Veranstaltungen ausgetragen. Auch FTX kaufte sich übrigens bereits 2021 Werbung für den Super Bowl. Und als letztes Beispiel für eine Kryptobörse im Sportsponsoring. Ja, auch Bepanda hat sich gedacht, warum nicht mal in den Sport mit einsteigen und dann in der Tenniswelt. Letztes Jahr verkündete die Plattform als Global Partner beim Davis Cup im Winter 2021 mit dabei zu sein. Der Davis Cup zählt zum wichtigsten Tenniswettbewerb für Nationalmannschaften im Herrentennis. Mehr zum Fintech-Unternehmen findest du in meinem Video zu Bitpanda mit seinem Best-Token. Letzter Abschnitt, Fitness Finance, FitFi. Ein neuer Trend zeichnet sich im Bereich Tokenized Earning ab. Fitness Finance, kurz FitFi. Die Motivation zur körperlichen Aktivität soll finanziell belohnt werden, in Form von Tokens. Diese Tokens kannst du dann gegen Fiat-Währung eintauschen zum Beispiel. Viele Fitness-Apps kannst du dir mit diesem Prinzip mittlerweile herunterladen, wobei sich die Belohnungskriterien von App zu App unterscheiden. Manche Apps belohnen dich fürs tägliche Training. Andere sagen, je mehr Energie du verbrauchst, desto mehr verdienst du. Burn to earn. Daten werden dann entweder über die App-Aktivitäten gesammelt oder über Fitness-Tracker bekannter Hersteller wie Garmin oder Fitbit. Drei Beispiele, damit du dir was darunter vorstellen kannst. Beispiel 1, Steppen. Steppen ist in diesem Bereich wohl die aktuell angesagteste Web3-App. Circa 500.000 monatlich aktive Nutzer soll die App bereits Stand April 2022 haben. Auf Twitter folgen Steppen über 600.000 Follower, einschließlich ich. Stand Juli 2022. Hinter dem Projekt steht das australische Fintech-Startup Find Satoshi Lab. Das Team gewann 2021 den Solana Ignition Hackathon für den Bereich Gaming Track unter 500 engeren Teilnehmern. Das Earning-Modell wird Move to Earn genannt.
Einer der beiden Tokens sind das Deppen der native GMT, belegt zurzeit Rang 69 auf CoinMarketCap. Nutzer können sich je nach Level GMT bzw. GST, das ist der zweite Token, verdienen, wenn sie gehen, joggen oder einfach nur laufen. Voraussetzung für das Spiel ist der Besitz von NFT-Sneaker. Dafür musst du aktuell noch Solana auf deine In-App-Wallet transferieren. Diese Sneaker gibt es in vier unterschiedlichen Arten je nach Laufstil, sodass du dein Move-to-Earn-Spiel individuell an deinen Laufstil anpassen kannst. Je besser du den optimalen Geschwindigkeitsbereich triffst, je mehr Rewards kannst du dir verdienen. Gemessen werden deine Daten mittels GPS. Ein weiteres Beispiel ist das Step-Ökosystem, wo tägliches Laufen ab mindestens 4000 Schritten belohnt wird. Auf der Webseite kannst du sogar deine Rewards kalkulieren. Und von euch als drittes Beispiel noch genannt, ist das Projekt Be Faster Fit, wo du auch gegeneinander wetten kannst. Gewinnst du die Lauf-Challenge, erhältst du den Wetteinsatz per Kryptowährung und steigst im Rang auf. Die App soll im August 2022 eingeführt werden. Wie schon gesagt, es gibt unzählige Apps mit FitFi und SocialFi-Charakter. Es würde einfach den Rahmen sprengen, dich hier alles aufzuzählen. Die meisten dieser Apps sind erst vor kurzem entstanden. Die dahinterliegenden Modelle wie Burn-to-Earn, Move-to-Earn und so weiter haben gigantisches Potenzial, durch den Freizeitsport viele Menschen mit Kryptowährung zu begeistern. Der finanzielle Anreiz motiviert, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ob diese Modelle im FitFi nachhaltig sind, kann auch nicht sicher abgeschätzt werden. Denn wenn du dich zum Beispiel auch an Axie Infinity mit seinem Play-to-Earn-Modell erinnerst, dazu habe ich dir auch mal ein Video gemacht, dann sind solche Modelle noch in der Entwicklungsphase. Kritiker geben immer wieder Bedenken an, dass sich daraus Schneeballsysteme entwickeln könnten. Solche Spiele halten sich nur dann über längere Zeit erfolgreich, wenn mehr Nutzer in der App Dinge kaufen und konsumieren als Nutzer investieren. Sprich, die Nutzerrate muss kontinuierlich wachsen und ganz besonders wichtig, diese Nutzer müssen auch gehalten werden. Ich persönlich halte die Konzepte vom Ansatz her für richtig gut, um Krypto mit der eigenen sportlichen Aktivität zu kombinieren. Sport mache ich ja sowieso schon, warum nicht auch noch was dafür bekommen? Allerdings würde ich mein Geld weniger dort anlegen, wenn es mir darum geht, mein Vermögen langfristig aufzubauen. Hier geht es für mich mehr ums Gambling, den Spaß und die Beschäftigung mit Krypto im Alltag. Mein Fazit: Krypto hat Utility für den Sport, aber die Sportindustrie hat auch Utility für die Kryptobranche. Blockchain-Unternehmen haben ein gigantisches Potenzial, mit ihren Lösungen viele neue Geschäftsbereiche in der Sportbranche zu öffnen. Das betrifft eine völlig neue Art der Kombination von Bereichen des Sports mit der Entertainment-Branche, Finanzen, Gaming und auch unseren sozialen Strukturen. Die Interaktion zwischen Fans und den Teams erfindet sich gerade völlig neu. Moderne Zahlungsmethoden entstehen. NFTs wie Tickets, ganze NFT-Collectibles sowie Blockchain-basierte Fitness-Apps revolutionieren die Sportwelt von heute. Und diese Welt mitsamt seiner riesigen Wirtschaft dient als neuer vertrauenswürdiger Massenadaptionskanal für uns. Denn wir Menschen lernen hier jetzt über den Sport Krypto von einer neuen Seite kennen. Und daher ist das für mich das perfekte Match. So, damit sind wir schon wieder am Ende angekommen. Falls du Fragen hast oder Feedback, kommentiere einfach unter dem Video. Kennst du vielleicht noch andere Krypto-Projekte, die sich mit Sport auseinandersetzen? Wenn es dir gefallen hat, hinterlass noch schnell ein Like. Für mehr Infos zu anderen und einzelnen Krypto-Projekten, schau dich auch einfach auf meinem Kanal um. Für noch mehr Krypto, folg mir gerne auch über Twitter. Ich danke dir für deine Unterstützung. Ich bin mit Krypto von Kryptos fasziniert und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Mach's gut!